Terror in Deutschland. 3 Jahrzehnte hält die Rote Armee-Fraktion die Bundesrepublik in Atem. Mit Anschlägen, Entführungen, Morden. Während ich hier spreche, hören irgendwo sicher auch die schuldigen Täter zu. Eine kleine Gruppe linker Rebellen im Kampf gegen den Staat. Benutzt und bekämpft von Geheimdiensten aus aller Welt. Eine Belastungsprobe, nicht nur für die Bundesrepublik. Die Geburtsstunde der RAF, der 14. Mai 1970. Kaufhausbrandstifter Andreas Bader wird gewaltsam befreit. Die linke Journalistin Ulrike Meinhof hatte für den Häftling unter einem Vorwand Ausgang in ein Institut erwirkt. Bewaffnete Sympathisanten stürmen den Lesesaal. Nach ihrer Flucht durchs Fenster tauchen sie ab in die Illegalität. Nach der Bader-Befreiung gab es kurze Freude und dann gab es die Fahndung. Und West-Berlin wurde zu eng. Die Leute, wir hatten ja nur einige Wohnungen und sonst schliefen wir noch bei irgendwelchen Freunden und Genossen. Die wollten uns alle nicht mehr haben, die hatten Angst. Und dann haben wir uns nach Westdeutschland damals, wie es damals hieß, verlagert. Ja. Am Anfang ist es gerade ein knappes Dutzend junger Linksextremisten, die zuerst in Frankfurt und dann auch in anderen westdeutschen Städten Unterschlupf suchen. Unter ihnen Astrid Preuß. Ihr Bruder Thorwald ist mit Bader und Enslin befreundet. So gehört auch sie schnell zum engeren Zirkel. Dem BKA ist es relativ früh gelungen, die Mitgliedschaft in der RAF zu personalisieren. Wir hatten einen Überblick über die Szene, über die politische Szene in der Bundesrepublik Deutschland. Und wir haben dann durch bestimmte Maßnahmen festgestellt, überprüft, ob jemand in den Untergrund abgetaucht ist. Und in nahezu allen Fällen, in denen wir das festgestellt haben, es waren sogenannte Verbleibskontrollen, waren dann auch die betreffenden Personen in der RAF, das heißt Mitglieder der RAF geworden. An der Spitze der RAF stehen Andreas Bader und seine Freundin Gudrun Enslin, der inzwischen ebenfalls abgetauchte Anwalt Horst Mahler und die Journalistin Ulrike Meinhof. Zum harten Kern der Gruppe zählt das BKA rund 20 weitere Personen. Später wird man sie die erste Generation nennen. Von Anfang an ist klar, wer das Sagen hat. Das waren Bader und Enslin, die Schärfe reinbrachten. Das war der Mahler, der versuchte, alles möglichst strategisch und durchdacht zu organisieren. Und Ulrike Meinhof, die darum bemüht war, alles möglichst nett und schön und revolutionär auszudrücken. Die Polizei fahndet nach der Bader-Meinhof-Bande, wie die Gruppe offiziell genannt wird. Bei Verkehrskontrollen sind es vor allem die stark motorisierten Fahrzeuge, die rausgewunken werden. Wir hatten immer schnelle Autos, weil wir glaubten, wir könnten von der Polizei abhauen. Das war auch so eine romantische Idee. Ich kann mir schon vorstellen, wenn die da einen Porsche klauen und rasen durch die Nacht und dann da und dann bei dem und das. Natürlich setzt dann Robin Hood ein. Das ist klar. Und die Versuchung und die Verlockung, Willem Tell und Robin Hood zu spielen und so weiter, aber natürlich schon auch in einem richtigen Irrsinn, im echten Sinne des Wortes, über die Einschätzung der Gesellschaft. Krieg zu führen zu 5 oder vielleicht auch zu 50 oder manchmal auch zu 150 gegen diese ganzen Staaten, das ist natürlich eine Fehleinschätzung der Realität, nicht? Neue Erkenntnisse hat die Kripo schließlich auch in einer Fahndung gewonnen, die durch nahezu alle Zeitungen gegangen ist, ohne Erfolg. Auch eine Plakataktion blieb ohne Ergebnis. Heute weiß die zuständige Kriminalpolizei in Berlin auch warum. Die Frau, um die es geht, Ulrike Meinhof, hat ihr Aussehen gründlich verändert. Sie hat ihr langes, dunkles Haar abgeschnitten und blond gefärbt. Nach Zeugenaussagen, die sie erst vor wenigen Tagen gesehen haben, soll sie auch noch schlanker sein als auf diesem Foto. Ich weiß, ich war damals mit einer wunderbaren Schauspielerin liiert. Wir haben uns Wochen und Monate lang gestritten. Was machst du, wenn die Meinhof an der Tür steht? Und meine Freundin war der festen Überzeugung, die wohnt bei uns.
Und ich habe gesagt, ich kann mir das nicht leisten. Wenn das rauskommt, bin ich dran. Und das war, aber es war auch nicht so, wie das heute dargestellt wird, dass das irgendeine esoterische, versprengte Gruppe war, sondern bis hoch in die Bundestagsabgeordneten der SPD, bis hoch in politische, juristische, medizinische, künstlerische Kreise hinein, war das immer die Frage, wohnen die bei dir? Nimmst du sie auf, wenn sie auf der Flucht sind? Ulrike Meinhof ist eine bekannte linke Journalistin. Umso mehr Aufsehen erregt ihr Abtauchen in den Untergrund nach der Befreiung von Andreas Baader. Und als Ulrike dann aus dem Fenster gesprungen ist, ja, und plötzlich dann dieses Fahndungsplakat hatte, wo ja nur Ulrike Meinhof gesucht wurde, da war klar, dass sie nicht mehr zurück kann. Und das war vielleicht ein Fehler, weil wir eben so gedacht haben. Wir haben immer nur gedacht, es geht irgendwie weiter, es geht weiter in die Radikalisierung, was natürlich dann im Grunde genau das Gegenteil bedeutet. Es ging weiter in die Enge, in die Isolation, in den Gruppenterror, in den Tod letztlich. Der Weg in die Gewalt führt die RAF schon bald nach Ost-Berlin. Mitte Juni 1970. Die Baader-Befreiung ist gerade einen Monat her. Die illegale Gruppe will in den Nahen Osten reisen, in ein Terrorcamp der Palästinenser. Die DDR-Führung stimmt einer Durchreise und dem Abflug vom Flughafen Schönefeld zu. Man weiß, wen man unterstützt. Stasi-Unterlagen belegen, dass RAF-Leute über Schönefeld nach Beirut ausfliegen, als bereits im Westen nach ihnen gefahndet wird. Die RAF hätte gar nicht in Gang kommen können, wenn es nicht eine Duldung durch die SED letzten Endes gegeben hat, die dann wiederum die Grenzbehörden der DDR angewiesen hat, die Mitgliedern der Gruppe um Ulrike Meinhof den Ausflug oder das Ausfliegen vom Flughafen Schönefeld in den Nahen Osten zu erlauben. Es geht nach Jordanien. Hier werden in einem Camp palästinensische Volksfrontkämpfer für den Einsatz gegen Israel trainiert. Und auch die Deutschen lernen knapp 2 Monate lang den Umgang mit Waffen. Wir waren ja alle ungeheuer unsportlich, also wir hatten ja gar nicht die Voraussetzungen, die physisch, wir hatten nur mentale, es war nur das Wille. Die RAF war ein reiner Willensakt, ja, und keiner hatte irgendwelches Know-how, weder körperlich noch geistig. Die Kontakte zu den Palästinensern bleiben für die RAF über 2 Jahrzehnte hinweg von größter Bedeutung. In den Lagern werden Terroristen geschult. Und die Camps sind sichere Rückzugsorte, wenn der Fahndungsdruck zu groß wird. Im Lager kommt es aber auch zu einem ersten internen Machtkampf. Horst Mahler wäre prädestiniert gewesen, sozusagen der Führungsmann der RAF zu sein. Es hat eine ganz eigenartige Faszination gegeben, die Andreas Baader ausgestrahlt hat, und zwar gegenüber den weiblichen wie den männlichen Mitgliedern. Und es hing damit zusammen, dass sich letztlich sowohl Gudrun Enslin, das war naheliegend, weil sie ein Paar waren, als auch Ulrike Meinhof für Baader ausgesprochen haben und gegen Horst Mahler. Und damit war diese Sache sozusagen der Machtstruktur in der RAF, was die erste Generation anbetrifft, entschieden. Im August 1970 kehren die militärisch geschulten RAF-Leute zurück nach Deutschland. Und wieder reisen sie über Ost-Berlin ein. Am Grenzübergang kommt es zu ersten Kontakten zwischen der Staatssicherheit der DDR und den westdeutschen Jungterroristen. Dann unterhielt man sich und dann gab es anfangs implizit, später wohl explizit ein Agreement, das man mit dem St. Florians-Prinzip bezeichnen kann. Ihr zündet andere Häuser an, dafür lasst ihr unser Haus in Ruhe. Also ihr dürft weiter reisen. Ost-Berlin bietet euch eine Fluchtmöglichkeit, gelegentlich auch Aufenthalt, verfolgungsfrei. Und dafür wendet ihr euch bitte nicht gegen die DDR. Es ist der Beginn einer langen Partnerschaft. Über Jahrzehnte eines der am strengsten gehüteten Geheimnisse der DDR. Die RAF taucht erneut in West-Berlin unter. Man will mit militanten Aktionen beginnen. Dafür gilt es, illegale Strukturen zu schaffen. Die RAF hat sich aufgestellt über Geld, Banküberfälle,
Beraubung von Geldboten. Sie haben Waffen besorgt, auch durch Raubüberfälle. Sie haben Fahrzeuge besorgt durch Diebstähle. Und sie haben sich durch Einbrüche in Stadtverwaltungen und Kreisverwaltungsämter die entsprechenden Personalpapiere besorgt, die sie dann gefälscht haben. Eine besonders spektakuläre Aktion. Die Gruppe will an einem Tag in West-Berlin mehrere Banken gleichzeitig überfallen. Vier Ziele werden ausgekundschaftet. Doch am Tattag selbst entdeckt die RAF, dass Maurer in der Schalterhalle einer Bank zugange sind. So werden am 29. September 1970 nur drei Banken überfallen. Der Dreierschlag in Berlin. Unter Anleitung von Horst Mahler wurden drei Banken parallel überfallen mit einem Team, zu dem über ein Dutzend Personen gehörten. Die Vorstellung war ganz einfach: Wenn an drei Stellen Banken überfallen werden, ist die Polizei gebunden überall und man kann dann halt, weil überall nur ein bestimmter Anteil an Polizeikräften da sein kann, besser flüchten. Das Konzept geht auf. Banken sind zu dieser Zeit kaum gegen Überfälle gesichert. Es gibt keine Trennscheiben aus Panzerglas und auch keine Tresore mit Zeitschloss. Dass eine so große Gruppe Überfälle durchführt, ist bis dahin unvorstellbar. Ulrike Meinhof erbeutet 8.000 Mark, Gudrun Enslin 55.000. Andreas Bader und Horst Mahler schleppen 155.000 Mark zum Fluchtauto, an dessen Steuer vermutlich Astrid Proll wartet. Wir sind einem Konzept gefolgt. Wir waren keine Kriminellen. Wir wurden dann zu Kriminellen, das war uns aber egal in der Situation. Und wir haben alles gemacht, um unser Ziel zu verfolgen. Die Ziele der RAF bleiben schwammig. Von Revolution und Sozialismus ist viel die Rede. In Papieren und Verlautbarungen nehmen die selbsternannten Guerilleros regelmäßig Stellung. Der Ton ist rau. Bullen sind Schweine, heißt es da. Und natürlich kann geschossen werden. Jedes Schreiben eine Kriegserklärung an den Staat. Ganz zentral war bei alledem das Primat der Praxis, tauchte immer wieder auf als Schlagwort, einfach übersetzt, geredet worden, gequatscht worden, ist lang genug, vor allem in irgendwelchen Hinterzimmern von Kneipen. Wir machen die Aktion und auch ganz wichtig, der Weg ergibt sich erst beim Gehen, denn nirgendwo hat die RAF erklärt, was sie eigentlich ganz genau will. Sie ist immer nur, wir müssen losmarschieren und das war halt das Primat der Praxis. Wir schlagen los und alles Weitere wird sich dann schon ergeben. 1971 ernennt der damalige Bundesinnenminister Genscher einen bis dahin noch recht unbekannten Mann zum neuen Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Horst Herold. Er war Staatsanwalt und Leiter der Kriminalpolizei in Nürnberg. Nun soll er das BKA fit machen für neue Herausforderungen. Und eins ist gleich zu Anfang klar. Herold soll der RAF das Handwerk legen. Eine ungewöhnliche Personalie. Das war auch deshalb interessant, weil Herold eigentlich ein erklärter Linker war. Er war Mitglied der SPD und er war Mitglied des SDS auch gewesen. Und Herold hatte selbst angesichts der Tatsache, dass er zu dem Zeitpunkt bereits Polizeipräsident war, die 68er-Bewegung beeindruckt. Und Herold hat dann versucht, sozusagen sich in das Denken der RAF hineinzuversetzen. Horst Herold wird zum härtesten Gegner der RAF. Er reformiert das Bundeskriminalamt von Grund auf und formt eine schlagkräftige Behörde, die mit ihren Methoden auch technisch auf der Höhe der Zeit ist. Die Politik unterstützt ihn mit großen finanziellen Mitteln und weitreichenden Kompetenzen. Wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, ja, dass jemand politische Ziele, so verquast sie auch waren, mit Gewalt vertreten hat. Und das hat also zu einer hektischen Betriebsamkeit geführt. Wie gehen wir dagegen vor? Was sehr vernünftig war, ist, dass man die Sicherheitsbehörden in die Lage versetzt hat, mit dieser Herausforderung umzugehen. Das Bundeskriminalamt wurde aufgestockt, wurde effizienter aufgebaut. Es gab endlich eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Horst Herold verdreifacht die Zahl der Mitarbeiter über die Jahre
und investiert massiv in Ausrüstung und Forschung. International gilt das BKA schließlich als ähnlich schlagkräftig wie das amerikanische FBI. Die größte Herausforderung der Behörde, den RAF-Leuten auf die Spur zu kommen. Einer der ersten, der den Fahndern in West-Berlin ins Netz geht, ist Horst Mahler. Der 35-Jährige hat bereits eine erstaunliche Karriere hinter sich. Trotzdem gibt er seinen Beruf und seine Kanzlei auf. Er schließt sich der RAF an, um den Staat mit Waffen zu bekämpfen. Horst Mahler war der prominenteste Anwalt, der sogenannte Demonstrationsstraftäter vor Gericht vertreten hat. Und er ist meines Erachtens die Schlüsselfigur für die Entstehung der RAF gewesen. Denn die Fäden, die im Vorfeld gezogen worden sind, sind von ihm gezogen worden. Er war ein sehr guter Anwalt, das kann man gar nicht anders sagen. Und also für mich jedenfalls, und ich war sicherlich nicht der Einzige, denn ich hatte ja viel mit ihm zu tun, wir waren ja in einem Büro, gab keinerlei Anzeichen dafür, dass er jetzt sozusagen Richtung auf bewaffneten Kampf umgestiegen war. Das kann man wirklich nicht sagen. Also jedenfalls, ich konnte das nicht erkennen. 2 Jahre sitzt Horst Mahler in Untersuchungshaft. Dann wird ihm im Kriminalgericht Moabit der Prozess gemacht. Mit einem bis dahin ungekannten Polizeiaufgebot. Groß ist die Angst, dass der prominente Gefangene von RAF-Leuten befreit wird. Mahler wird verteidigt von seinem Kollegen Otto Schily und Hans-Christian Ströbele. In einem Saal, in dem Mahler selbst schon als Anwalt gestanden hat. Er ist zum Leidwesen seiner Verteidiger in die volle Konfrontation mit dem Gericht gegangen und hat das Gericht beschimpft, den Vorsitzenden auch bedroht, weil er hat ihn, glaube ich, als Büttel des Systems oder sowas bezeichnet. Also er hat viel dafür getan, dass das Gericht ihm nicht gewogen war, um das mal ganz milde auszudrücken. Mahler wird wegen Bankraubs und Gefangenenbefreiung zu 14 Jahren Haft verurteilt. Im Gefängnis wendet sich Mahler dann vom Terrorismus ab. 1980 wird er entlassen. Mahler lässt sich bei seinen ersten Gehversuchen in der neu gewonnenen Freiheit filmen. Der ehemalige RAF-Terrorist auf Jobsuche. Jahre später darf er wieder als Anwalt arbeiten. Es bleibt nicht die einzige Wandlung Mahlers. Er wechselt schließlich auf die Seite der extremen Rechten. Doch zurück zum Frühjahr 1971. Geschockt von ersten Verhaftungen in West-Berlin haben sich die RAF-Mitglieder nach Hamburg zurückgezogen. Im Februar 71 kann Astrid Proll einer Verhaftung noch knapp entgehen. Dabei fallen Schüsse. Eine bundesweite Fahndung folgt. Wenige Monate später wird sie dann an einer Tankstelle in Hamburg verhaftet. Es gab dann wieder neue Fahndungsplakate, glaube über ganz Westdeutschland. Ich glaube, die ersten waren nur auf Berlin begrenzt gewesen. Und das war genau in der Zeit, als es diese Fahndungsplakate gab, dass ich dann verhaftet wurde. Und zwar in einem Auto. Und zwar hatte mich ein Tankwart erkannt. Und ich wurde dann im Auto verhaftet irgendwie stieg in dieses Auto ein. Plötzlich standen lauter Polizei um mich rum und hatten ihre Waffen da auf mich gerichtet. Ich wusste gar nicht, wie, was. Und ich habe ja auch einen unheimlichen Angstfaktor. Die hatten Angst, wir schießen. Ich hatte Angst, die schießen. Das hat sich ja immer weiter eskaliert. Zur Untersuchungshaft kommt Astrid Proll nach Köln-Ossendorf. Hier wird sie nach einiger Zeit verlegt in eine spezielle Zelle. Aus Sicherheitsgründen, heißt es. Astrid Proll ist die einzige Gefangene in der psychiatrischen Abteilung. Die Zellen ringsherum sind leer. Wir nannten das später den toten Trakt oder die stille Abteilung, weil es dort keinen anderen Menschen gab außer mir. Ich sah nichts, ich hörte nichts. Gerade dieses Hören, dass man nichts hörte, war eine Erfahrung. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es war so, als wenn man wirklich nur noch allein auf dieser Welt ist. Astrid Proll ist in der Untersuchungshaft bewacht und abgeschirmt wie niemand sonst in der Bundesrepublik.
Sie darf nicht mit anderen Häftlingen reden. Auch beim Hofgang ist sie allein. Nachts reißen Lichtkontrollen sie aus dem Schlaf. Erstmals beschäftigen sich Anwälte mit den Haftbedingungen von RAF-Gefangenen. Da war das so, dass ich in etwa in Köln-Ossendorf ankam und Astrid Breul besucht habe und sie geklagt hat über Beschwerden, die nicht für mich jedenfalls nicht erklären, medizinisch nicht zu erklären war, aber sie war ganz offensichtlich krank. Ich habe das zunächst nicht mit den Haftbedingungen in Verbindung gebracht. Die Justiz begründet die harten Maßnahmen mit der Schwere der Straftaten, die Astrid Breul vorgeworfen werden. Mordversuch, Bandenraub, Urkundenfälschung, Waffenbesitz. Dieser Zustand, der durch eine systematische Isolation eines Menschen entstehen kann, dass der auch Leiden verursacht, das ist mir dann doch auch klar geworden. Auch der Anstaltspsychiater von Köln-Ossendorf schaltet sich ein. Die strenge Isolation könne zu vegetativen Störungen führen. Er rät zur Verlegung in eine normale Zelle. 5 Monate bleibt Astrid Breul im leerstehenden Flügel der psychiatrischen Abteilung. RAF-Sympathisanten sprechen von Isolationsfolter, ein Kampfbegriff, der noch Jahre für Zulauf bei der RAF sorgen wird. Dass gerade ein junger Mensch, also ich war damals 22 Jahre, wenn ein junger Mensch dermaßen isoliert wird, das ist einfach nicht zu ertragen. Und man wird wahnsinnig und man kann sich umbringen. Während Astrid Breul im toten Trakt in Ossendorf sitzt, läuft die Fahndung nach den rund 20 anderen RAF-Leuten auf Hochtouren. Nicht selten geraten Unschuldige ins Netz der Polizei. Zufällig ist ein Kamerateam dabei, als Beamte einen Wagen mit einer Farbbombe markieren und den völlig verängstigten Fahrer aus einem Kornfeld zerren. 3000 Beamte sind an diesem Tag hinter BMW-Fahrzeugen her, den sogenannten Bader-Meinhof-Wagen, weil die bevorzugt von den RAF-Leuten gefahren werden. Es schaukelte sich hoch. Im Grunde hätte man das deeskalieren müssen, die ganze Geschichte. Das ist nicht geschehen und eine ganze Reihe von Verhaltensweisen, auch von staatlicher Seite, hat zur Eskalierung beigetragen, nicht? Am 15. Juli 1971 durchbricht ein blauer BMW eine Straßensperre in Hamburg. Nach einer Verfolgungsjagd stoppt die Polizei den Wagen. Ein Mann und eine Frau flüchten zu Fuß. Schüsse fallen. Kurz darauf meldet DPA, Ulrike Meinhof sei tot. Die Polizei dementiert. Ja, der jüngste Stand der Ermittlungen, soweit wir es bisher jetzt sagen können, ist so, dass die erschossene Frau, die bei dem Schusswechsel tödlich verletzte, muss ich also ganz genau vielleicht sagen, dass es sich dabei wahrscheinlich um die 20-jährige Petra Schelm handelt. Petra Schelm ist das erste Todesopfer im Kampf zwischen Staat und RAF. Beiden Seiten ist nun klar, dass jedes Aufeinandertreffen tödlich enden kann. Also vor Ort sind teilweise die Kollegen von dieser Gewaltbereitschaft überrascht worden. Bei Kontrollen wurde spontan geschossen. Aber von der Gesamtbewertung her wussten wir, dass die RAF auf den Repressionsapparat, das heißt auf einzelne Polizeibeamte, keine Rücksicht nimmt. Kurz darauf stirbt der erste Polizist durch eine Kugel der RAF. Der 32-jährige Norbert Schmidt war auf Ulrike Meinhof, Margit Schiller und Gerhard Müller getroffen. Eine Spirale der Gewalt. Wie man mit dem ganzen Thema umgegangen ist, das zielte nicht auf Beruhigung. Also die viele staatlichen Reaktionen waren eben nicht darauf gerichtet, was für mich wichtig war, zu sagen, wir leben in einer Demokratie, die reformfähig ist. Ihr braucht nicht schießen. Ja, ihr könnt das Land verändern, wenn ihr das wirklich wollt. Stattdessen setzt der Staat zum Teil auf verdeckte und fragwürdige Aktionen. Im Juni 1974 wird im Berliner Grunewald der Student Ulrich Schmücker erschossen.
Die Aufklärung dieses Mordfalls entwickelt sich zu einem der größten Skandale in der Geschichte des Berliner Verfassungsschutzes. Dieser Mord im Grunewald hat allerdings eine Nähe des Verfassungsschutzes, des Berliner Verfassungsschutzes im Verlauf der späteren rechtlichen Auseinandersetzungen und Verfahren gezeigt, die aus heutiger Sicht unvorstellbar ist. Lehrersohn Ulrich Schmücker will ursprünglich Pfarrer werden. Doch dann entscheidet er sich für ein Ethnologiestudium in Berlin. Er stirbt mit 21. Ja, er war ein sehr junger Mann, mit dem man auch sehen konnte, dass er ein hochintelligenter Mensch war. Und auch, was er sagte, war immer so, dass er die Che Guevara-Sprüche alle auswendig konnte. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber alles, was er sagte, hatte einen Sinn. Und man konnte sagen, intellektuell und geistig können wir unsere Gesellschaft verbessern. Doch Ulrich Schmücker will nicht nur reden. In Berlin schließt er sich militanten linken Kreisen an. Gemeinsam mit anderen plant er einen Anschlag auf die türkische Botschaft in Bonn. Doch schon auf dem Weg dahin wird er verhaftet. In der Untersuchungshaft bekommt Schmücker Besuch von dem Verfassungsschützer Michael Grünhagen. Der setzt den Studenten unter Druck. Schmücker gibt auf, packt aus und kommt wieder in Freiheit. In der Kneipe Tarantel, einem linken Szenetreff, spricht sich schnell herum, Schmücker sei ein Verräter. Ein V-Mann hinterm Tresen berichtet dem Verfassungsschutz, Schmücker sei in Gefahr. Und als Ulrich Schmücker dann später in Bedrängnis geriet, weil er in seiner alten Gruppe weitermachen wollte und unter Druck gesetzt wurde und um sein Leben fürchtete, hat man ihn nicht geschützt. Und es gibt sogar eine Reihe von Informationen darüber oder Hinweise darauf, dass man dieser Ermordung von Schmücker zugesehen haben könnte. Dafür spricht einiges. Mehrfach meldet sich Schmücker beim Verfassungsschutz, er fürchte um sein Leben. Und auch der V-Mann aus der Kneipe warnt vor einem Mord. Wenn ich gewusst hätte, dass er gefährdet ist, hätte ich ihn in mein Auto gesetzt und hätte ihn auch irgendwo hingefahren, wo er geschützt ist. Verfassungsschützer Grünhagen lässt Schmücker beobachten. Doch kurz vor dem Mord zieht er das Observationsteam ab. Wir wissen seit einigen Jahren, dass die Waffe, mit der Ulrich Schmücker erschossen worden ist, von einem V-Mann des Berliner Verfassungsschutzes nach der Tat an den V-Mann-Führer übergeben worden ist. Und diese Waffe ist im Panzerschrank des Leiters des Berliner Verfassungsschutzes deponiert worden und dort hat sie über viele, viele Jahre gelegen. Ohne dass dem Gericht dies mitgeteilt worden wäre. In 4 Prozessen wird über 20 Jahre versucht, die Hintergründe aufzuklären. Ohne Erfolg. Der Mord ist bis heute ungesühnt. Und auch die Rolle der Verfassungsschützer bleibt im Dunkeln. Der Selbstschutz staatlicher Institutionen steht offenbar höher als das Aufklärungsinteresse der Justiz. Und das ist jedenfalls ein Eindruck, den man in einer Reihe von Fällen hat gewinnen können. Und das wäre natürlich prekär, wenn dem tatsächlich so gewesen sein sollte. Am 11. Mai 1972 beginnt die RAF ihren Krieg gegen den Staat mit einer Anschlagsserie, wie sie die Republik noch nicht erlebt hat. Im Frankfurter US-Hauptquartier explodiert eine Bombe. Es gibt einen Toten, 13 Verletzte. Zu dem Attentat bekennt sich das RAF-Kommando Petra Schelm. Einen Tag später in Augsburg. In der Polizeidirektion gehen 2 Bomben hoch. Es gibt 6 Verletzte. Am selben Tag in München. Eine Bombe in einem Auto auf dem Parkplatz des Landeskriminalamtes verletzt 10 Menschen und richtet Schaden von über 500.000 Mark an. 15. Mai in Karlsruhe.
Unter dem Wagen eines Bundesrichters explodiert beim Anlassen eine Bombe. 19. Mai in Hamburg. Zwei Bomben detonieren im Hochhaus des Axel Springer Verlags. 24. Mai in Heidelberg. Der blutigste Anschlag der Terroristen. Im US-Hauptquartier sterben drei Soldaten bei der Explosion zweier Bomben. 1. Man war eigentlich auf das, was da kam, nicht vorbereitet. Sondern das kam ja so sozusagen auf den Staat, auf die Regierung, auf das Parlament zu. Und erst im Lauf der Entwicklungen erkannte man den Ernst und die Notwendigkeit, sich zu überlegen, wie man dem sich aussetzt, wie man mit dem umgeht. Das BKA scheint machtlos. Dabei konzentriert sich die Behörde längst fast ausschließlich auf die Suche nach den RAF-Terroristen. BKA-Chef Horst Herold plädiert für unkonventionelle Methoden. Als die Dinge sich immer weiter zugespitzt haben, daran erinnere ich mich sehr genau, ist dann beschlossen worden, auf seinen Vorschlag hin, an einem Tag sozusagen alles zuzumachen an Verkehrswegen. Auffahrten zu den Autobahnen, alle Züge kontrollieren und so weiter und so fort. Weil wir wussten, dass die RAF-Terroristen ihre Autos und zum Teil auch Sprengstoff in dieser einen Garage bei Frankfurt stationiert hatten. Und die Theorie von Herold war, die ja dann auch aufgegangen ist. Ich bin ganz ehrlich, ich habe damals nicht so hundertprozentig daran geglaubt, dass das klappen wird. Die Theorie war, die werden auf ihre Ersatzfahrzeuge zugehen. Nicht? Und so kam das. Es ist die sogenannte Aktion Wasserschlag am 31. Mai 72. Rund 130.000 Polizisten sind bundesweit im Auftrag des BKA im Einsatz. Bei den zahllosen Kontrollen geht den Fahndern bis zum Abend kein Terrorist ins Netz. Doch am nächsten Morgen taucht vor der observierten Frankfurter Garage ein Porsche auf mit drei Insassen. Fronleichnam fuhr Andreas Bader mit Mainz und Raspe in einem auberginefarbenen Porsche verkehrt herum durch die Einbahnstraße mit einem Affenzahn morgens vor sechs auf dieses Objekt zu. Raspe wurde relativ schnell, der ausgestiegen war, relativ schnell verhaftet. Und Bader und Mainz leisteten Widerstand in einem Maße, das die Republik bisher noch nicht erlebt hatte. Ein Showdown, an dem alles dran war. Die Leute in den Hof kommen hier ein, erhobenen Händen heraus. Bader und Mainz verschanzen sich in ihrer Garage. Ein Großaufgebot an Polizei regelt die ganze Umgebung ab. Es gibt noch keine speziell geschulten mobilen Einsatzkommandos. Die Beamten suchen irgendwo Deckung. Tagelang hatte man das RAF-Versteck beobachtet. Der Hausmeister hatte dem BKA den entscheidenden Hinweis gegeben. Da war eine Wohnung gemietet gegenüber von dieser Garage. Und da saßen wir sozusagen optisch drin und haben das also miterlebt. Und das war schon aufregend damals. Und für mich ehrlich gesagt also auch völlig überraschend und so nicht erwartet. Inzwischen dauert die Belagerung schon knapp 2 Stunden an. Rund 150 Beamte sind vor Ort. Überlegen Sie sich, was wollen Sie denn jetzt? Wie wollen Sie sich aus dieser Situation befreien? Es gibt keine Chance für Sie. Die einzige Chance ist, dass Sie am Leben bleiben. Und die haben Sie nur, wenn Sie sich unseren Anordnungen beugen. Bei einer wilden Schießerei wird Bader ins Bein getroffen. Holger Mainz gibt auf. Wie von der Polizei gefordert, nur mit Unterhose bekleidet. Währenddessen zerren Polizisten Andreas Bader aus der Garage hervor. Er hat eine Schusswunde am Oberschenkel. Zwei Jahre hatte Bader im Untergrund gelebt. Am Ende hatte er mit Ulrike Meinhof zu den beiden meistgesuchten Personen der Bundesrepublik gehört. Als die Beamten hinterher die Garage überprüfen, finden sie 10 Kilo Sprengstoff, Waffen
und gefälschte Ausweise. Rund 100 Kilo Sprengstoff hatte das BKA schon im Vorfeld ausgeräumt und durch Attrappen ersetzt. Für das Bundeskriminalamt ist die Festnahme von Baader, Mainz und Raspe der bis dahin größte Fahndungserfolg seiner Geschichte. Sie waren nicht professionell auf ihre Aufgabe oder auf diese Situation vorbereitet. Denn so leicht hätten sie nicht sonst festgenommen werden können. Die späteren Täter haben sich ja völlig anders verhalten. Also da war noch ein gewisser Dilettantismus dahinter. Dass Top-Terrorist Baader die Schießerei überlebt, grenzt an ein Wunder. Über 300 Schüsse haben die Beamten aus ihren Maschinenpistolen abgefeuert. Von oben runter ist geschossen worden. Da hat man da die Salven an die Tür lang huschen sehen. Und von da drüben ist geschossen worden, war eine wüste Knallerei. Ne? Wir waren doch nur ganz normale Menschen. Ja? Und natürlich hatten wir uns zu was Ungeheuerem entschlossen. Das stimmt. Und man hat auch gerade hinterher Straftaten, man hat Leute umgelegt. Das sind alles sind furchtbare Sachen passiert. Das gebe ich ohne weiteres zu. Aber das Machtverhältnis zwischen dem, was die einen hatten und den anderen hatten, das ist doch wirklich irgendwie lächerlich. Im Visier der Fahnder nun Gudrun Enzlin, die Freundin von Andreas Baader. Sie geht der Polizei in einer Hamburger Boutique ins Netz. Eine Verkäuferin hatte die Pistole in ihrer Jacke entdeckt und die Fahnder alarmiert. Aus der RAF-Führungsriege fehlt nur noch Ulrike Meinhof. Sie versteckt sich in Hannover. So wie ich Ulrike Meinhof erlebt habe, war sie eine sehr zögerliche, eine sehr nachdenkliche und auch eine sehr reflektierte Person. Sie war nicht so wie wir. Wir haben uns auch teilweise ein bisschen über sie lustig gemacht in einer Freundin. Wir haben immer gesagt, die kann das nicht, die ist nicht militant. Wir waren die. Aber wir mochten sie. Sie war total anerkannt. Wir haben sie geschützt. Sie war ja einem wahnsinnigen Fahndungsdruck ausgesetzt. Sie war die, nach der am stärksten in dieser Zeit gefahndet wurde. Zwei Wochen nach Baaders Verhaftung überwältigen vier Beamte Ulrike Meinhof in einer Wohnung in Hannover. Die Polizei hatte einen Tipp bekommen. Die brutale Mai-Offensive der RAF reduziert die Zahl der Sympathisanten. Man kann sagen, je mehr Tote die RAF hergestellt hatte, produziert hatte, desto größer war die Skepsis. Und so ist ja beispielsweise Ulrike Meinhof auch im Sommer 1972 verhaftet worden, weil sie waren in Hannover-Langenhagen bei einem linken Lehrer, hatte jemand von den Helfershelfern, dann Kontakt zu denen gemacht, da hat sie gewohnt und der hatte Gewissensbisse, hat das mit seiner Lebensgefährtin länger diskutiert und ist dann zur Polizei gegangen. Und so konnte Ulrike Meinhof, als sie dort in die Wohnung gehen wollte, sie war tagsüber unterwegs gewesen, als sie dort in die Wohnung gehen wollte, ist sie dann abends von einem Polizeikommando verhaftet worden. Ulrike Meinhof wehrt sich. Sie will sich nicht fotografieren lassen. Sie nennt nicht einmal ihren Namen. Auf einer Pressekonferenz erläutert die Polizei die aufwendige Identifizierung der Terroristin. Die Bemühungen der Polizei in der letzten Nacht um Identifizierung der nicht aussagewilligen festgenommen hatten folgendes Ergebnis. Durch eine Röntgenaufnahme des Schädels in Verbindung mit einer Kaiserschnittnarbe wurde die festgenommene Frau als Ulrike Meinhof identifiziert. Ulrike Meinhof hatte eine Tumoroperation hinter sich. So waren auf Röntgenbildern kleine Metallklammern zu sehen. In der Wohnung findet die Polizei ein kleines Waffenlager, Pistolen, selbstgefertigte Handgranaten, jede Menge Munition und einige tausend Mark. Ulrike Meinhof verweigert jede Kooperation mit den Behörden. Sie kommt nach Köln-Ossendorf, in den toten Trakt. Ja, als Ulrike Meinhof dann inhaftiert wurde, 1972, kam sie in meine alte Zelle, in der ich so gelitten hatte. Und sie hat mich quasi davor gerettet, was natürlich in mir ungeheure Schuldgefühle ausgelöst hat. Auch Ulrike Meinhof macht die Isolationshaft zu schaffen. Sie wird erstmals über ihre Erfahrungen in der Zelle schreiben und damit die Haftbedingungen zum Thema machen.
Astrid Proll wird schon bald darauf in Frankfurt vor Gericht gestellt. In einem bunkerartigen Kulturzentrum, das extra für das Verfahren umgebaut wurde. 200 Beamte sichern das Gebäude ab. Astrid Proll wird von den Behörden zum Kern der RAF gezählt. Daher rechnet man mit allem. Umso überraschender wird der Verlauf des Verfahrens. Die Haftbedingungen von Astrid Proll werden das eigentliche Thema. Sowie ihre körperliche und geistige Verfassung. Das Resultat war dann, dass ich entlassen wurde. Das war ein absolutes Novum. Ich wurde entlassen, um mich zu erholen, um dann wieder vor Gericht aufzutreten, um dann verurteilt zu werden. Ich war erst mal frei. Und das war ein absolutes, Novum. So etwas hat es überhaupt nie gegeben in der RAF-Geschichte. Und das, für mich persönlich war das so eine Art Wiedergeburt. Astrid Proll gilt als haft- und prozessunfähig. Gleich nach ihrer Entlassung setzt sie sich nach London ab. Jahrelang arbeitet sie unerkannt unter dem Namen Anna Puttig in einer Autowerkstatt als Mechanikerin und Ausbilderin. Ich hatte natürlich auch ganz, ganz große Angst und ich wollte mit Deutschland nichts mehr zu tun haben. Nichts, gar nichts. Deutschland war für mich ein einziges großes Gefängnis. 4 Jahre lebt Astrid Proll völlig unbescholten im Norden von London. Zur RAF hat sie keinen Kontakt mehr. Dann wird sie erkannt und von der Polizei verhaftet. Für die englischen Zeitungen ist die Story des deutschen Terror Girls eine Sensation. Proll wird ausgeliefert und erneut in Frankfurt vor Gericht gestellt. Und wieder kommt es zu Überraschungen. Wichtigster Zeuge ist ausgerechnet Michael Grünhagen vom Berliner Verfassungsschutz. Er beschuldigt Astrid Proll, auf ihn geschossen zu haben. Mordversuch. Im Prozess wird aber klar, es gab noch 2 Zeugen, ebenfalls vom Verfassungsschutz und bisher verheimlicht vor dem Gericht. Diese beiden da neuen Verfahren eingeführten Verfassungsschutzbeamten machten Aussagen, aufgrund deren das, was die anderen beiden Zeugen behauptet hatten, nicht mehr stimmen konnte. Es widersprach dem, was die anderen beiden gesagt hatten. Und damit war klar, dass auf dieser Grundlage niemand verurteilt werden konnte. Das Gericht spricht Astrid Proll vom Vorwurf des Mordversuchs frei und kritisiert die massiven Eingriffe des Staatsschutzes. Eine Blamage für den Verfassungsschutz, der sich seit Jahren intensiv bemüht, die linke Szene zu überwachen und V-Leute anzuwerben. Ein Problem war immer, dass mitunter der Verfassungsschutz etwas wusste, was die Polizei nicht wusste. Aber im Interesse des Fortgangs der Beobachtung zunächst einmal auf polizeiliche Eingriffe verzichtet hat. Und da gab es den Streit, wann muss man eingreifen oder wann muss man noch sehen, dass man noch mehr rausbekommt. Der Staat im Ausnahmezustand. 1974 werden die Top-Terroristen der RAF in der Haftanstalt Stuttgart-Stammheim zusammengelegt. Eine neue Stufe der Eskalation steht bevor. Man wollte auch mit den Anschlägen den Gesetzgeber, die politisch Verantwortlichen herausfordern, mit ihren Maßnahmen zu überziehen, sodass letztendlich, das war eine revolutionäre Idee, dass letztendlich die Bevölkerung aufsteht gegen diesen Repressionsapparat. Die RAF war von Anfang an darauf ausgerichtet, eine Revolution in der Bundesrepublik Deutschland durchzuführen. Sie wollten letztlich den Staat so hässlich machen, dass sie einen Grund hatten, ihn wirklich zu bekämpfen. Und dem sind wir ein Stück entgegengekommen, leider.